Felix Neureuther, Manfred Mölk und, man muss schon sagen, natürlich in dieser Saison, Rheinfried Herbst. Lisro liegt in Führung, der hat heuer schon in Adelboden gewonnen. War immer unter den Top 7, liegt auch jetzt in Führung, wird wieder ein Top-Ergebnis schaffen. Aber wer holt sich die 100 Punkte, die 70.000 Euro für den Sieg heute im Slalom? Felix Neureuther, 41 Hundertstel Guthaben auf Julien Lisroux aus dem ersten Durchgang. Und dem ist es zu wünschen. Genau. Er greift auch mehr an als Müller vor ihm. Super. Und oben schon eine Zehntelsekunde schneller als Lisroux. Das hat etwas unsicher ausgeschaut, aber er bleibt aktiv. Ganz wichtig, dass er diesen Weg schafft. Sehr gut gemeistert. Aber 1.12, 1.13, der Übergang auch sehr schwierig. Wir kommen zur nächsten Zwischenzeit. Neureuther gegen Lisroux. Felix Neureuther bleibt im Spiel. Schau dir das an. Ganz gewaltig Zettel. Ja. Super. Achtung auf dieses Tor jetzt. Ja, gut gemeistert. Ja, super gemeistert. Das war ein richtiger Kaber. Genau. Und jetzt ist er in Führung mit fast 4 Zehntel Vorsprung. Felix Neureuther. Ja, der Papa hat hier mal gewonnen. Dem Felix fehlt hier noch der Sieg, dem Felix fehlt überhaupt der Sieg im Weltcup. Was ist das jetzt wert? Die drittschnellste Zeit im zweiten Lauf. Deutsche Fahnen im Ski-Weltcup. Felix Neureuther mit einer tollen Fahrt. Er hat den Fehlern in den Steilhang hineingetrotzt und ist absolut dynamisch, aggressiv geblieben. Man sieht das. Er löst den Ski immer sehr schön, bekommt eine gute Beschleunigungsphase und schaut er den Kaffee schon an. Ja, super erwischt. 1979 hat der Papa hier gewonnen. Und heute steht er knapp dran. Was geht sich aus mit dieser Fahrt? Schau mal mit der Hand im Schnee, wie der da aufräumt. Sensationell. Jetzt machen wir wirklich schon viele Slaloms, gemeinsam auch da oben. Aber jeder ist spannend, gell? Ich könnte nicht da oben stehen. Das wird nicht gehen. Ich weiß, du bist auch so einer gewesen. Ich könnte es nicht. Das ist das Salz in der Suppe, im Slalom. Feuchte Hände, Kribbeln im Magen. Na, unmöglich. Unmöglich. Ich bewundere die wirklich. Noch einmal der Griff zum Stock. Manfred Mölk hat natürlich das Problem, dass er jetzt zweimal hintereinander ausgefallen ist. Da muss er jetzt schon schauen. Aber das hat ihm in den letzten 24 Stunden niemand erzählt. Das sicher nicht. Auf das wirst du dann nicht angesprochen. 1900, Guthaben auf Felix Neureuther. Die Entführung liegt vor Lisroux, Razzoli und Reich. Zwischenzeit 1500 Rückstand. Boah, das geht er da und ausgefunden. Schau, ich sag das ja, er ist etwas unsicher im Moment. Ja, das ist bitter. Manfred Mölk, mehr oder weniger ausgeschieden. Vierter und Zweiter, wenn er durchgekommen ist, sonst immer ausgeschieden. In dieser Saison. Und heute hat er zurücksteigen müssen. Ist nicht schlecht, dass er weiterfährt. Dadurch hat der Reinfried Herbst die normale Vorbereitungsphase. Also er braucht nicht sofort in das Starthaus, sondern kann sich im normalen Rhythmus vorbereiten. Ein Gegner hat sich selbst aus dem Rennen genommen und jetzt wird in wenigen Augenblicken aus Kitzbühel Cordoba und das im Skifahren. Einmal habe ich das erlebt, als 30. da oben zu stehen. Das ist das Schönste, was man sich als Skirennläufer vorstellen kann. Und ich hoffe, der Reini sieht es genauso. Ich glaube dir das einfach. Ich bin mir sicher, für den Sportler ist das so. Das hört man bis rauf. Wenn der Blattsprecher jetzt seinen Namen sagt, dann geht's los. Wahnsinn. Felix Neureuther liegt in Führung. 39 Hundertstel vor Julien Lisroux. Wird es der erste Sieg für Felix Neureuther, das hier in Kitzbühel beim Klassiker auf dem Kanzlernhang? Oder ist es Reinfried Herbst mit seinem dritten Saisonsieg? Vielleicht der 8. Slalomsieg in seiner Karriere. Über 500 Fans sind hier für Reinfried Herbst. Und jetzt hören wir hin. Ja, geh mal. Impulsiv. 6 Zehntel hat er Guthaben, das weiß er. Das rote Trikot des Slalom-Weltcup-Führers im Vorjahr mit starker Führung, mit klarer Führung ausgeschieden. Aber sehr gut angefangen. Nicht das letzte riskiert, aber er hat noch Vorsprung. Und jetzt kommt sein Weg. Aufpassen. Er hat investiert, aber das hat wieder gekostet. Nein, nein, das war ganz gut. Es hat auch der Felix den Fehler gehabt. Ja, ich hoffe, du hast recht. Und jetzt!
ist vorbei! Bleibt er drin? Nein, nein, es ist vorbei! Ja, gibt's denn sowas? Gibt's denn sowas? Wie im Vorjahr, er kann die Rechnung nicht begleichen hier. Und es ist Felix Neureuther, der das erste Mal in seiner Karriere gewinnt und das gegen Reinfried Herbst, dem man keinen Vorwurf machen kann, weil er voll riskiert hat. Er hat oben einen Fehler gehabt, hat gewusst, jetzt muss er aufs Gaspedal drücken, hat das gemacht und dann der Fehler über diese Kante drüber. Und mit den Rückenschmerzen der letzten Tage fährt er die Show hier zu Ende. Reinfried Herbst, auch davor ziehen wir unseren Hut. Es tut ihm sicher riesig weh und riesig leid für seine Fans. Aber es ist Felix Neureuther, der hier zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnt. Und es ist ein sehr emotionaler Sieg. Ist das schon der Papa? Ich glaube, ja. ...1979, Christian Neureuther, Sieger hier. Ich stelle dir vor, 31 Jahre später. Gewinnt der Sohn und große Enttäuschung, natürlich für den Reinfried. Was ist passiert, Thomas? Jetzt kommt die Karte. Ja, sag uns kurz, zu früh am Innenski gegangen, er hat dann noch... beinahe wäre es sich auch noch ausgegangen, stell dir vor. Dann liegt er zu weit drinnen. Ist das schade. Da hat er den Ski noch akrobatisch herumgerissen. Dann kriegt er nochmal einen kurzen. Ja. Und das ist es. Das ist es für Felix Neureuther. Felix Neureuther gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere. Sein 106. Weltcuprennen ist das heute. Und sein erster Sieg. Damit ist der Slalom entschieden. Neureuther gewinnt. 39 Hundertstel vor Lis Ruh, 99 vor Giuliano Razzoli. Benjamin Reich, bester Österreicher auf Rang 4. 6. Marcel Hirscher, 10. Mario Mat, 18. Hörl. Und natürlich, die Kombi-Entscheidung ist gefallen. Auch wenn die Anker noch kommt. Kristall für Benjamin Reich. Enttäuschung groß für Reinfried Herbst. Aber er ist wieder sensationell gefahren heute. Gleich geht's weiter hier in Kitzbühel.